Mein Name ist Benno Staub und ich arbeite in der Naturgefahrenprävention bei der VKF. Im langjährigen Mittel gehen rund 95% von allen Schäden an Gebäuden auf Hagel, Sturm und Überschwemmungen zurück. Um auch in Zeiten des Klimawandels und in Anbetracht von der zunehmenden Wertekonzentration die Schäden tragbar zu halten, muss man vermehrt naturgefahrengerecht bauen. Das heisst beispielsweise, hagelprüfte Produkte für Dach und Fassaden verwenden und Gebäudeöffnungen vor Wassereintritt schützen. Von Seite der kantonalen Gebäudeversicherungen fördern wir die Sensibilisierung für das Thema Naturgefahren und unterstützen Bauherrschaften und Planer beim Planen und Umsetzen von Schutzmassnahmen. Bei einem Bauprojekt müssen alle Beteiligten so früh wie möglich alle relevanten Gegebenheiten kennen. Darum haben wir die Informationsplattform Schutz von Naturgefahren entwickelt. Sie erleichtert die Erstabklärung der Gefahr am Standort und bietet eine Übersicht zu den möglichen Lösungsansätzen von Schutzmassnahmen. Man darf sich nicht in Sicherheit wägen, wenn der nächste Bach weit weg ist. Grundsätzlich spielen Naturgefahren jedem Standort in der Schweiz eine grosse Rolle. Hagelsturm und Starkregen insbesondere. Diese Naturgefahren haben ja zu grossen Schäden geführt im letzten Sommer 2021. Das Ziel eines wirksamen Hochwasserschutzes muss sein, die beste Lösung zu finden für das spezifische Objekt. Und die Planung spielt eine ganz grosse Rolle, weil je früher dass man die Schutzmassnahmen einplanet, das Gesamtkonzept, desto bessere und elegantere Lösungen kann man nutzen. Das ist hier eigentlich wie eine Art Sumpfgebiet. Das ist sehr nahe am natürlichen Grundwasserspiegel. Wenn da ein bisschen hoch kommt, das muss nicht das Hochwasser sein, das da sonst überbordet, dann wird es da schon feucht. Und entsprechend muss man natürlich das Gebäude wirklich ausrichten, dass bei einem Hochwasser kein Schaden eintritt. Also sprich, dass alle Gebäudeöffnungen entweder höher liegen oder permanent abgedichtet sind. Der OREP-Kataster lässt sich sehr einfach mit eigenen Anwendungen kombinieren. Für uns ist das ein grosser Mehrwert. Wir finden so alle Informationen zu der Nutzungsplanung und auch Verlinkungen zu den kantonalen und kommunalen Gesetzen und Verordnungen. Und genau dieser einfache Zugang zu baurechtlichen Informationen ist auch für den Schutz von Naturgefahren entscheidend. Hier in der Aarestadt Bern gibt der OREP-Kataster nebst den obligatorischen OREP auch über weitere Themen Auskunft, beispielsweise Uferschutzplanungen oder Gefahrenzonen aus der Nutzungsplanung. Das zeigt, dass der OREP-Kataster auch für weitere Informationen sehr ein gutes Gefäß sein kann. Der einfache Zugang zu allen baurechtlichen Informationen ist sehr wichtig für den Schutz von Naturgefahren. Finden ohne Suchen, das Credo haben wir uns auch für unsere Plattform Schutz von Naturgefahren auf die Fahne geschrieben und das trifft definitiv auch auf den OREP-Kataster zu.